Herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Heute Xiel mit on the board. Jawohl, mit nimmst mich on mit, ja. Ja, so lieb von dir. Ja, gern. Ja, ich bin so. Wo geht's hin? Ich bin so sagenhaft. Ja, wir fahren heute zu deiner Mami. Ach so? Ja, ja, wie cool. Weil heute Ostern ist, meine lieben Freunde. Juhu. Und ja, genau. Und deswegen sind wir bei ihrer Mami, essen Kuchen, vielleicht. Ich weiß gar nicht, gibt's Kuchen? Ich glaube, sie hat was von einem Osterlamm erzählt. Osterlamm? Oder Osterkranz oder irgendwas. Okay, auf jeden Fall gibt's was zu essen. Ja. Das ist immer gut. Ja, Essen sowieso. Essen ist immer gut. Genau, und dann setzen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen in den Garten. Ja, deswegen will sie um eins gibt's essen. Gibt's Osternest? Ich habe keine Ahnung. Es gab mal ein Jahr ohne Osternest. Letztes Jahr gab's eins, gell? Ja. Ja, letztes Jahr gab's ein Osternest. Ah, ich liebe meine Mama dafür, dass sie mir mit 30 immer noch ein Osternest versteckt. Das ist cool. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war in dem Jahr, wo es mal kein Osternest gab, war ich so enttäuscht. Schon, oder? Ja. Das hat sie wahrscheinlich nicht gemerkt und hat gedacht, okay, das kann ich nicht machen. Das nächstes Jahr gab's dann wieder was. Das kann sein. Dann gibt's bestimmt dieses Jahr auch was. Ja. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und ein Osternest suchen. Und ja, einfach einen schönen Tag haben. Jetzt ist es wieder warm. Wenn man Fenster zumacht, ist es zu warm. Ja, das ist bei euch auch so warm. Ich glaube, es ist in ganz Deutschland so schönes Wetter, oder? Wie viel Grad haben wir denn? 20 Grad, wie schön. Nice. So schön. Das ist wirklich voll schön. Und das in deinem Urlaub. Besser kann es gar nicht sein, oder? Ja, genau. Und ja, was macht ihr eigentlich an Ostern? Seid ihr bei eurer Oma? Seid ihr bei euren Eltern? Feiert ihr überhaupt Ostern? Es gibt ja auch Menschen, die kein Ostern feiern. Was so schlimm ist, aber mich interessiert. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, genau, das stimmt. Wenn jetzt jemand Türke ist oder so, der feiert wahrscheinlich kein Ostern. Vielleicht feiert er aber was anderes, ich weiß nicht. Vielleicht feiern sie auch trotzdem Ostern. Gibt ja auch solche Leute. Sie sagen, ja, ich nehme alles Deutsches mit, was geht. Ja, genau. Feiern ist so immer gut. So deutsche Kultur. Ich bin hier in Deutschland, also feiere ich deutsche Ostern. Deutsche Ostern. Deutsche Ostern. Genau, ja, weiß ich nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Und wenn ja, was war in eurem Osternest? Weil ich kenne das ja noch als Kind. Da war nur ein bisschen Schokolade und Eier drin. Und irgendwann fing das so an. Wir hatten dann zum Beispiel das erste Mal, wo wir was drin hatten, also was anderes außer Eier und Schokolade, das war, da haben mein Bruder und ich zusammen eine Pokémon-CD, den Soundtrack bekommen. Und das war, ich weiß nicht, die hat 10 Mark oder so gekostet. Und das war für uns das Highlight, ein Ostern, sowas Geiles zu kriegen. Ja, schon krass, gell. Und mittlerweile, wenn man das so liest im Internet. Gibt es PlayStation 4 und ja, so Sachen. Ja, solches Zeug ist das bei euch auch so. Kriegt ihr auch so krasse Sachen zu Ostern oder einfach nur ein kleines Osternest mit Süßigkeiten? Also wie ein zweites Weihnachten, nur im Sommer. Ja, ja, oder Nikolaus genauso. Wir haben ja, nur stimmt. Nüsse, Äpfel und ein bisschen Schokolade gekriegt. Ja, und jetzt gibt es da schon auf PlayStation 4. Das ist so. Gibt es dreimal im Jahr PlayStation 4? Man kriegt dann 4, 5, 6, so schnell kann PlayStation gar nicht nachproduzieren, nachliefern. Deswegen kommt ja auch alle paar Jahre eine PlayStation raus, damit man jedes Jahr zu Ostern eine PlayStation geschenkt kriegt. So wie iPhone. Ja, genau. Das wird sein, die passen das irgendwann an Weihnachten, Ostern und Geburtstag an. Meinst du iPhone? Ja, gibt es dreimal im Jahr ein neues iPhone, damit zu jeder Festlichkeit eins verschenkt werden kann. Das kann sein, das wär marketingmäßig ziemlich klug. Ja, schreibt es in die Kommentare, wir sind mega gespannt. Wir fahren jetzt hier noch bei dem schönen Wetter noch ein bisschen. Dann sind wir bei deiner Mami und dann genießen wir diesen Tag. Und dann sehen wir uns morgen, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingestellt habt. Wir sagen ciao, ciao. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nö. Okay, gut. Nicht, dass ich irgendwie mich abschneide. Ich habe nichts zu sagen. Gut, sie hat nichts zu sagen, also Klappe. Tschüss.